Willkommen auf meiner Plattform. Heute geht es um das Thema eventuelle Prüfungsfragen für den Personenbeförderungsschein, auch P-Schein genannt. Jetzt innerhalb Berlins, jede Stadt hat ihren eigenen. Wer in Berlin seinen P-Schein macht, der hat diese Strecken ungefähr hier, Objekte und so weiter. Und wer woanders dann macht, der muss sich das für seine Stadt raussuchen. Also, ich gehe mal ganz langsam hier runter und dann kann man sich das zum Beispiel anschauen. Diese Strecken, also der P-Schein dauert einige Wochen, bis man bei der Taxi-Hilfe und seinen Termin hat zur Prüfung und das dann mündlich vorgeben muss. Praktisch ist es nicht, das ist eigentlich nur eine mündliche Prüfung. Also macht einfach Stopp bei eurem Video, nicht gleich zu schnell. Ich mache das mal nicht mit der Tastatur, sondern mit der Maus. Macht einfach Stopp und dann seht ihr zum Beispiel, welches wichtige Gebäude ist zum Beispiel in welcher Straße. Objekte mit Straßen, also Straße und die Objekte. Zum Beispiel, wenn der Prüfer fragt, was ist denn in der Budapester Straße? Ihr müsst nicht alles wissen. Ihr solltet aber mindestens zwei oder drei wissen. Zum Beispiel Hotel Palace, Franziskus Krankenhaus, ganz wichtig, wenn man im Krankentransport arbeitet. Oder das Pullman, also Schweizer Hof. Wenn ihr die drei wisst, habt ihr schon einen Pluspunkt. Ihr müsst nicht alle wissen. Also ich gehe jetzt mal runter hier. Macht dann mal eine Pause. Man kann sich das auch alles gar nicht merken. Also ich habe echt nächtelang geschlafen, wach gelegen und konnte kaum schlafen. Und habe eigentlich mehr Kaffee getrunken als alles andere, nur um diese Prüfungsstrecken zu wissen. Das war teilweise schlimmer als das Medizinische. Und ja, da muss man durch, wenn man das vorhat, das zu machen. Wie gesagt, das sind eventuelle Prüfungsfragen zu Objekten mit Straßen für den Personenbeförderungsschein. Es werden nicht alle rankommen. Da werden bloß, kommen vielleicht so zwei aus diesem Bereich, aus den Objekten, dann zwei aus den Plätzen und zwei aus den Strecken. So, bin ich gleich durch hier. Wie gesagt, ihr könnt euch eine Pause machen und so weiter, dass das dann, ja, mit reingenommen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt auf meine Homepage noch drauf habe. Weil das habe ich jetzt gerade offline und da muss ich auch mal schauen. Vielleicht binde ich das auch wieder auf meiner Homepage an. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.